Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Jetzt fehlen nur noch 3.350 Dollar von 1.500.000, die wir haben müssen, um das Glücksspiel unter unsere Gewalt zu bringen. Und damit haben wir sie fast runter. So, die Bude ist auch fast unser kleiner Schlägertrupp macht jetzt gerade mal gegenüber Feierabend. So, haben wir hier noch irgendwo Geld rumliegen? Nö, ne? Also wie gesagt, für die... Okay. Ich dachte, wir hätten alles. Haben wir noch nicht ganz. So, dann gehen wir mal unseren kleinen unsere Freunde hier unterstützen. Nehmen wir die zwei mit. Ach, das sind alle Schwarzmarkierer. Das ist so ein Hinterhof. Seine Knarre hat Klick gemacht. Hält seinen Arsch. Nö. Der ist auch so. Warte, bewegt euch verdammt nochmal. Ach, so viel sind das hier. Sind hier nur ein paar. Wir haben einen Mann verloren. Haben die gerade meinen eigenen... Denkst du, das macht mir Angst? Leck mich! Ja. So, das war der letzte. Okay, der Hinterhof hier gehörte nicht dazu. Das heißt, wir nehmen die Kohle auf jeden Fall aber mit. Okay. Ja, das sind diese Schwarzmarkt-Täter. Das sind so ein Hinterhof halt, wie gesagt. Gut. Zack, zack, die Kohle noch mitnehmen, die zwei Dinger. So, dann nehmen wir mal eben kurz das. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Bin in Southdowns. Etwas Geduld, bin sofort da. Und ehrlich, nein, danke. Ich habe genug Schwänze im Moment. Was? Achso. Irgendwas, das ich für mich aufbewahren soll. Ja, die kommt mit der Kohle. Okay, ich wäre dann soweit. Ich nehme mir dann kurz eben 16.000, nehme ich mir mal kurz mit in die. Das ist mir so zu viel. So, was müssen wir dann als nächstes noch machen? Wir sind da oben, wir müssen also noch hier nur einen töten. Das machen wir doch mal eben glatt. Warte mal, was ist denn hier oben? Achso, das sind diese, ne? Okay, das sind die Versicherungskassen. Das heißt, wir nehmen uns das Ding mit. Ich brauche vor allen Dingen mal ein Auto, aber hier unten steht, glaube ich, bestimmt eins rum. Weil, wie gesagt, den Hinterhof haben wir hier auseinandergenommen. Ja, guck mal, hier steht auch schon ein Auto. So, dann, der raucht aber ziemlich gewaltig, ne? Naja. Gut. Dann holen wir uns jetzt den letzten noch. Und dann kann das sein, dass wir an diesem Part sogar noch aufräumen. Also den Chef erledigen. Dann schiebt man nämlich auch nochmal rein. Ich habe ja 29.000. Wie gesagt, ich habe nichts auf der Habenseite, auf dem Portemonnaie. Das ist das Gute. Ich habe gerade eben 16.000 nochmal eingezahlt. Also... Sicher einfach, dass wir das mal so mitnehmen. Der steht hier vorne irgendwo. Ah, da vorne ist ein Kopf, okay. Haben wir jemanden, der in Southdowns diesen Hit durchziehen kann? Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. So, den räumen wir mal kurz auf. Aus dem Weg! Du hast zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Ich will hier raus. Habt ihr das gehört? Und dann? Scheiße! Suchen wir weiter. Was? Meine Brieftasche fühlt sich ziemlich... Vielleicht ist er hier drüben? So, einmal kurz rein da. Ganz umsonst haben wir ihn zu kontaktieren.
So. So, die Schaden sind wir nicht mehr mit. Shit. Das Arschloch hatte ganz einfach Glück. Haben die jetzt die Wachposten angerufen? Zu spät, um abzuhauen, Junge. Alles easy, das war klasse. Ja, sollen sie mal aufräumen, komm. Und die Kohle hier nehme ich genauso mit. Jetzt will ich auch wieder $1000. Und da ist irgendwo noch ein Sicherungskasten, den ich kurz benehme. Ich soll nochmal Geld. Gut, aber. Wo ist denn der Sicherungskasten? Hier ist der. Einmal aufmachen. So. Aber die $3000, die habe ich mal kurz eben wieder drin. Wegstecken. Die Kohle mit. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Bin in Southdowns. Bin gleich da. So, da kommt unsere kleine mobile Bank wieder. Die wird sich anfahren. Dankeschön. Dein Geld ist bei mir. Nee, du verlierst das. Schaut direkt in die Bank. So, und die ist wieder unterwegs. Und jetzt rum wir mit. Ja, Kopf ist okay. Der ist gut, dass der nicht mich weit. Ja, komm. Dann haben wir den, ob ich gerade das Geld noch mitnehmen soll dort. Weil das ist auch nochmal so ein Glücksspielding, ne? Ja, komm, nimm's mit. Was ist denn das? Die Frage ist, was ist das? Ist das hier in dem Laden? Nee, ist nicht in dem Laden, okay. Wie ungehobelt. Entschuldige dich gefälligst. Ach was. Haben wir jemanden, der in Southdowns diesen Hit durchziehen kann? Alles klar, wir kommen gleich rüber. Das so reden. Was mit der Scheiße? Wir verkaufen nur an Meister, Boy. Schnauze. So tun, als hätte ich... Sie können hier nicht einfach rumliegen. Ja, du aber auch nicht, Kollege. Einfach zum nächsten Mal. Und hat den Typen umgebracht. Vorsicht, Platz da. Leg da. Ja, geil. Und die liegt jetzt da an der Tür rum und kann jetzt... I see. Okay. Ich hätte es auf was alleine hingekriegt, tatsächlich. Moment. Ich suche eigentlich gerade den Linkskasten. Aha, der Erste-Hilfe-Kasten, den wollte ich nämlich haben. Sicher, sicher. Nehmen wir den nämlich auch mit. So, und dann haben wir hier irgendwo den Spiegel... Das ist ein Spieletisch, ne? Wo haben wir denn das Ding? Weil ich muss den ja kaputt machen. Ich würde mal... Richte dich hin. Okay. Ich muss die Bullen rufen. Verschwindet hier! So. Gut. Eigentlich war das anders geplant. Ach so, ich wollte eigentlich nicht halten. What? Wieso Polizei?
Gut. So, guck mal auf die Uhr. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich mache immer meistens so Viertelstunde, 20 Minuten die Part. Manchmal, manchmal auch Viertelstunde nur. Oder machen sie weniger und alles um dann. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie wir durchkommen. Aber ich denke, wir machen jetzt den letzten Teil noch, den Boss. Und dann haben wir das auch erledigt. Das Glücksspiel-Imperium ist aufgebaut, abgebaut. So. Dann reden wir mit Sweet Danny Little. Und dann sind wir durch für heute. So. Keiner. Annehmen. Was immer du gemacht hast, Two Dicks kam in der Boxhalle vorbei. War stinksauer. Was sagt er? Hat sich mit einem Boxer angelegt und mit der Waffe rumgefuchtelt. Hat zu einem von seinen Jungs gesagt, er wäre dann in Wilcox Saloon. Trainier du weiter für deinen Kampf. Ich kümmere mich um das Arschloch. Okay. Weiter. Das Arschloch Two Dicks wartet auf dich. Das habe ich schon mir gedacht. Dann holen wir uns den Typen mal. So, ja, ich denke, was machen wir diesen Part auch noch. Komm, dann sind wir dann zumindest, dann haben wir es komplett. Frage ist, wer sind die nächsten? Wer sieht das überhaupt mittlerweile aus? Okay, 4 Unterbosse haben wir mittlerweile. Unterbosse. Also es fehlen noch 2 Unterbosse. Und... Also 2 Unterbosse. Und dann fehlen uns noch 4... die 3 Kapus. Warte mal, wie heißen das? Leutnants, Kapus und... Leutnants, ne? Ja. Die 2 Leutnants und dann die 3 Kapus. Und dann haben wir uns den großen Boss verdient. Gut, aber naja. Wir fahren jetzt noch ein bisschen durch die Gegend. Muss man nämlich da jetzt hin. Wir haben noch so ein paar Minütchen Zeit. So 5 Minütchen, 10 Minuten vielleicht. Ja, doch eher 5 Minuten. Um dann in diesem Viertelstunde-Schnitt zu bleiben. Spiel macht ja auch nicht Laune, definitiv. Du wirfst dich 20 Kilometer, bevor ich überhaupt in der Nähe bin, von meinem Auto. Wieder Hilfe. Zack. Haben wir jemanden, der in South Downs diesen Hit durchziehen kann? Alles klar. Wir kommen gleich rüber. Ja, alles klar. So. Räumen. Fang mal an mit aufzuräumen. Das ist das Geile. Man hat einfach so viele Leute. Wir haben noch 24.000 Dollar. Das ist das Gute. Zack, zack, zack. Mach, dass du wegkommst. Der gehört ja nicht dazu. So. Ja. Ich lade nach. Wow, 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 wow. What? Ich bin direkt tot? What? Ich bin... Wie bin ich jetzt gestorben so schnell? Ich bin da reingerannt und war direkt tot. Okay, das hatte ich jetzt eigentlich tatsächlich nicht gedacht. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass wir da jetzt ohne Vorwarnung. Ah, jetzt wissen wir wahrscheinlich die 800 Meter Nummer. Na gut, 14 Dollar, okay. Cool.
Gut ist, wir müssen sie nicht nochmal fahren. Okay, da war ich ein bisschen sehr unvorsichtig tatsächlich. Haben wir jemanden, der in South Downs diesen Hit durchziehen kann? Alles klar, wir kommen gleich rüber. So, dann marschiert mal rein. Okay. Die machen jetzt gerade mal kurz. Finger weg, der Bus gehört mir. Aber diesmal überleben und es schaffen, auf die Reihe zu bekommen, den Typen zu töten oder nicht, sehen wir im nächsten Part.